Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Mülheim. Es ist auch Tage nach der Tat noch unbegreiflich. Ein schreckliches Verbrechen in Mülheim erschüttert die Menschen über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus. Am Freitagabend ist eine junge Frau, vermutlich leidet sie an einer Behinderung, in einem kleinen Waldgebiet am Eppinghofer Bruch vergewaltigt worden. Die mutmaßlichen Täter sind noch Kinder, sie sind zwischen 12 und 14 Jahre alt, kommen aus Bulgarien, leben aber mit ihren Familien in Mülheim. Die fünf Verdächtigen sollen die junge Frau geschlagen und sexuell missbraucht haben, sie ist traumatisiert und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen eines schweren Sexualdelikts. Die Aufarbeitung des Falls ist komplex, immerhin sind zwei der Verdächtigen nicht einmal strafmündig.